Moin Leute, euer Mann wieder am Bambus und wenn ihr dieses Video schaut, dann wollt ihr unbedingt ein Fahrzeug von mir haben und natürlich bekommt ihr das Ganze auch, denn in diesem Video erkläre ich euch, was ihr alles machen müsst, um von mir im Stream eins oder beziehungsweise mehrere Fahrzeuge zu bekommen. Aber gut, als erstes ist es völlig egal, von wo ihr aus mir im Stream zuschaut, ob es YouTube ist oder ob es Twitch ist oder vielleicht sogar TikTok. Gut, im TikTok seht ihr nur mich und nicht GTA, das ist egal, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ist es völlig egal, von wo ihr aus mir zuschaut. Denn was hier unglaublich wichtig ist, ihr müsst auf meinen Discord-Server kommen. Denn auf meinem Discord-Server werde ich das Ganze verwalten, beziehungsweise da habt ihr auch die ganzen Informationen, die ihr braucht für den GiveCastle-Friends-Stream. Und by the way, falls ihr so Neulinge seid und noch nicht auf dem Discord-Server wart, ihr müsst die Regeln akzeptieren, damit die ganzen Chats sieht. Gut, sind wir jetzt hier auf dem Discord-Server mal angekommen, scrollen wir einfach mal runter zur Chat namens GiveCastle-Friends-Liste. Denn bei der GiveCastle-Friends-Liste findet ihr wirklich alle Informationen, die ihr braucht für den GiveCastle-Friends-Stream. Das bedeutet einerseits natürlich erstmal den Glitch selber. Ihr müsst natürlich den GiveCastle-Friends-Glitch können, um von mir die Autos zu bekommen. Ist ja irgendwie logisch. Außerdem habe ich ja auch wirklich alle Fahrzeuge von mir und meinem Moderator aufgelistet, die ihr von diesem GiveCastle-Friends-Stream haben könnt. Denn ich habe jetzt so ungefähr, ich glaube, 263 Fahrzeuge aufgelistet. Mein Moderator hat einfach 100 Fahrzeuge mit ins Spiel reingeschmissen. Und ich habe natürlich auch noch Flugzeuge, Basisfahrzeuge, Spezialfahrzeuge und vieles mehr. Also roundabout, Leute, habe ich 400 Fahrzeuge in GiveCastle-Friends-Stream zur Verfügung für euch, die ihr euch kostenlos snacken könnt. Ist schon irgendwie krass, oder? So viele Fahrzeuge und alle gemoddet. Aber egal, das ist einfach unglaublich. So, wie bekommt ihr denn jetzt hier ein Fahrzeug? Klar, ihr müsst euch erstmal den Glitch anschauen, verstehen und machen können. Ist ja irgendwie logisch. Wenn ihr soweit seid, dass ihr diesen GiveCastle-Friends machen könnt und auch ne, wisst, wie es geht, dann könnt ihr euch für die GiveCastle-Friends-Liste eintragen. Denn wenn ihr hier nochmal ganz nach oben scrollt und schaut, hier steht ja, hier werden die Leute eingetragen, die sich im Chat Stream-Bam angemeldet haben für den GiveCastle-Friends. Das bedeutet, wir gehen einfach mal einen Chatkanal weiter runter, nämlich zum Stream-Spam. Denn dort könnt ihr euch anmelden für den GiveCastle-Friends. Das bedeutet, ihr schreibt euch hier einfach mal euren PSN-Namen und dann das Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet. In meinem Fall möchte ich zum Beispiel das Fahrzeug 173 haben. So, das schreibt ihr hier einfach in den Chat rein und ein Moderator wird das Ganze natürlich dann sehen und euch dann wiederum in der GiveCastle-Friends-Liste eintragen. Denn wenn ihr bei der GiveCastle-Friends-Liste mal komplett nach unten scrollt, werdet ihr die Liste sehen mit der Nummerierung, mit eurem PSN-Namen und mit dem Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet. Am besten mit der Nummer vom Fahrzeug, damit ich das ganz schnell herausfinden kann, wo es bei mir steht, denn ich habe mir hier natürlich alles hier aufgeschrieben. So, seid jetzt hier aufgeschrieben, müsst ihr theoretisch nur noch warten, bis ich euch im Stream auffordere, mich einzuladen. Also sprich, zum Beispiel die Nummer 25 ist jetzt dran und ihr seid die Nummer 25. Dann dürft ihr mich einladen in eure Sitzung, ich join in eure Sitzung, stell das Fahrzeug dahin, was ihr gerne haben möchtet und ihr könnt euch via GiveCastle-Friends einfach absnacken. Und sobald ihr ein Fahrzeug bekommen habt von mir oder meinem Moderator, werdet ihr von dieser GiveCastle-Friends-Liste gelöscht. Das bedeutet, ihr dürft euch nochmal neu anmelden für das nächste Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet. Also, um einfacher zu sagen, je länger ihr im Stream dabei seid, desto mehr Fahrzeuge bekommt ihr auch. Ist eigentlich ziemlich einfach, das System, oder? Aber gut, Leute, das war das Erklärungsvideo zum GiveCastle-Friends-Stream von mir. Falls ihr trotzdem noch irgendwelche Fragen habt, dann kommt gerne ins Stream rein und fragt sie, denn ich werde gerne alle Fragen beantworten. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann beim Stream wieder. Bis dann, euer Wombat. Ciao.